Hallo, hier ist Marco von Wermwitt24. Ja, und der Stefan. Ja, und da haben wir heute gesagt, wir holen uns mal eine Erfrierung, indem wir Wärmebildgeräte draußen ausprobieren. Genau. Nee, Quatsch. Also wir haben minus 10 Grad, wir haben absolut klares Wetter draußen und wir haben drei Geräte dabei. Das Infirate ZH50V2, das Falcon FQ50 und das Telos XP50. Genau. Ja, also alle drei Hersteller, Infiray, Hik, Mikro, Pulsar, die drei größten und auch die drei Flaggschiffe. Bei allen Geräten kann ich einen Akku auswechseln. Die haben ein eigenes System, also Infiray und Pulsar. Bei Hik, Mikro ist ein 18650 Akku drin. Das ist richtig. Das ist erstmal so richtig. Ja, oder? Das hört sich gut an. Ja. Ja, und jetzt übernehme ich. Wo liegen die Vorteile und Nachteile? Warum sollte ich welches Gerät nehmen? Wo sind vielleicht die Stärken? Also ich fange mal hier drüben ganz rechts an. Das ist das einzige Gerät, was sich jetzt hier in dieser Reihe befindet, was ein Zwei-Linsen-System ist. Also ich habe praktisch die 25er und die 50er Linse. Das macht es mir natürlich draußen wieder einfacher, weil ich einen optischen Fokus habe. Ich habe wie so eine Lupe auf dem Stück, weil ich bei 2,2 oder 4,4 noch Grundvergrößerung, also einer optischen Vergrößerung bin. Also 2,2 bei der 25er. Und 4,4 bei der 50er Linse. Da muss ich auch kurz einhaken. Ja. Es ist halt einfach ein Gerät, was ich auf dem Feld und im Bestand super nutzen kann. Ja, also ich muss jetzt nicht gucken, kaufe ich mir eins mit einem großen Seefeld oder kaufe ich mir eins mit einem kleineren Seefeld und einer höheren Grundvergrößerung, sondern ich habe beides in einem Gerät und das ist wirklich absolut spektakulär. Und ich bin da einfach gut bedient, egal in welcher Revierstruktur ich unterwegs bin. Weil wenn ich zum Beispiel im Bestand jage, kann ich ja mit der Kleinlinse jagen, mit der 25er und ca. 30 Meter Seefeld. Oder ich jage eben halt, oder ich fokussiere mir das Stück ran, eben halt auf die 50er Linse, eben halt mit 15 Meter. Also ich habe zwischen 30 und 15 Meter habe ich eben halt alles abgedeckt. Und das Akkuwechselsystem mit 10 Stunden pro Akku, sagt der Hersteller. Ja, das werden wir heute auch nochmal genauer probieren. Mhm. Also wir werden nicht 10 Stunden draußen bleiben, aber das Gerät wird 10 Stunden draußen bleiben. Und wir gucken einfach mal, wie realistisch sind die Angaben. Wir gucken aber bei allen Herstellern, wie ist das Hik an jedem? Hast du geguckt? Das ist, ich glaube, die geringste Laufzeit. Du hast mit 5 Stunden an jedem. Korrekt. Und das Telos war auch mit 8 Stunden oder so an jedem. 8,5 Stunden, genau. Mhm. Hier muss man dann natürlich sagen, wenn man den Sprung jetzt rüber macht zum Hik, dieses FQ50 hat eben halt die höchste Vergrößerung, die optische mit 2,6, hat somit das kleinste Seefeld. Also hier würde vielleicht nur der Feldjäger seinen Vorteil sehen, weil im Bestand oder an der Kürrung könnte es eng werden. Aber die Bedienung ist nicht schlecht, das muss ich auch sagen, weil die Tasten ein bisschen unterbrochener sind als wie beim ZH50. Manche fühlen sich da ein bisschen wohler. Also da kann man sagen, cool gelöst. Aber hier ist halt der Deckel. Das ist immer ein Problem mit dem Deckel. Das wird auch sich so schnell nicht lösen. Ihr müsst ja halt gucken, der klappert ein bisschen und der fällt natürlich auch mal ab. Ja, weil wir haben aber Ersatz, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist bei Infiray einfach besser gelöst. Das ist ein Metalldeckel und der kann nicht irgendwo abfallen, weil der ist fest verbunden mit dem Objektiv. Dafür aber ist die Bildleistung wirklich nicht schlecht. Also ich finde für ein Monogerät, also was nur eine Linse hat, finde ich es nicht übel. Also das ist wirklich gut geworden. Ja. Wenn man jetzt einen Sprung zum Telos rüber macht, es ist schwierig, weil das Telos ein komplett eigenes Gerät ist, weil der Hersteller hat praktisch den Fokus woanders drauf gelegt. Das Telos ist das einzige Gerät in der Reihe wiederum, was man upgraden kann. So sagt es zumindest Pulsar, ob ihr mal ein Laserentfernungsmesser wollt, eine andere Linse, einen anderen Sensor oder. Das wäre hier bei dem Gerät möglich. Wann und wie, das können wir noch nicht sagen, aber es wäre möglich. Also ist das Gerät ein Gerät, was mit euch mitwachsen soll oder kann. Das muss man dazu sagen. Dafür hat es auch das teuerste Akkusystem hier in der Reihe. Das muss man einfach sagen. Das ist ein neues ILS-7-System, induktiv. Und man braucht keine Ladeschale mehr, weil man eben halt mit einem USB-C-Stecker direkt rangehen kann. Oder man lädt eben halt den Akku im Gerät. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Kostet aber richtig Asche, wenn der kaputt geht. Und ihr habt nur ein Jahr Garantie. Da wiederum bin ich wieder hier drüben auf der rechten Seite. 2 Jahre auf den Akku gibt Infiray und 2 Jahre gibt in der Regel auch Hik Mikro. Da muss man aber gucken, das sind 18650 Akkus. Da kann es doch mal sein, dass es nur ein Jahr ist. Da müsst ihr halt immer prüfen, weil da variieren die ein bisschen mit den Stärken.
Ansonsten wäre hier der günstigste Akku drin, weil der kostet 15 bis 20 Euro, das ist ein Witz. Mhm. Wenn der mal kaputt geht, ich kann auf der Welt überall nachkaufen. Bei Infiray müsste ich halt wieder ein bisschen mehr, da liege ich immer zwischen 60 und 90 Euro. Ich habe aber im Lieferumfang bei Infiray gleich zwei Akkus dabei. Korrekt, genau. Ja, das schon. Bei Hikmiko hatte ich auch zwei 18,65er, bei Pulsar hatte ich nur einen Akku. Mhm. Und nur ein Jahr Garantie und da liegt ein Akku weit über 100 Euro. Mhm. Da muss man halt schauen. Dafür punktet das Telos natürlich wieder mit der Bedienung so ein bisschen, weil man hat sich auch ein bisschen was gedacht. Erstmal die Klappe oder die Abdeckung, die ist nicht schlecht gelöst, ja, also sie ist wirklich gut funktional. Das machen die immer super, ja. Das also machen da die muss wirklich man, super. Muss man wirklich sagen, da denken die auch immer mit. Das können die. Also das können die, ja. Das könnten alle anderen sich mal was abgucken. Aber dafür, mit der Bedienung muss man schauen, es ist ein Doppelringsystem. Ich habe praktisch die Fokussierung vorne und dahinter dann den digitalen Zoom. Ich glaube, ich kenne kein Gerät, was so digital oder dahinter sitzt mit dem Ring. Es gibt noch einen anderen Hersteller, klar. Aber nicht in der Verarbeitung, der so hochwertig ist. Das muss man auch wieder sagen. Mhm. Ansonsten Dioptrienausgleich ist immer an den Enden. Das finde ich wieder mega. Ja, also ja. Ich kann hinten am Objektiv, Okular besser gesagt, Okular scharf stellen und am Objektiv vorne scharf stellen. Genauso wie beim FQ50, wieder vorne das Objektiv und hinten das Okular. Und hier genau dasselbe, vorne wieder scharf und hinten das Okular. Und wo der Hersteller auch diesmal mitgehört hat, das hat man ja bemängelt bei den ersten ZH-Geräten, dass man den Gummi nicht drehen konnte. Ja. Ja, wenn man das dann immer, wenn man es am rechten Auge hatte, hat es halt übelst, am linken Auge hat es halt übelst genervt, wenn der Gummi auf der rechten Seite war. Jetzt kann man den Okulargummi da drehen. Also das ist schon wieder gut gelöst, wieder Innovation. Pulsar hatte das vorher schon, ja. Und abklappbar, das ist halt auch wichtig, gerade für Brillenträger, das wollen auch viele haben, diesen abklappbaren Gummi. Aber so reinklappen, ist mega. Das haben kann den gut. Halt auch. Bei Mikro brauche ich das nicht. Kann den halt auch drehen. Ja. Er ist im Tight mittig zentriert, der Ring. Ja. Genau, das macht sich eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ja, ansonsten zu den Tasten, das muss halt jeder selber für sich herausfinden. Jeder löst das anders, ob man die Tasten nun spitz, rund oder vielleicht auch ja, eckig lässt, aber dafür die Vertiefung etwas anders gestaltet oder ob man die Erhebungen mehr hervorhebt. Da, glaube ich, muss jeder erstmal gucken, was sein Favorit ist. Ich finde, alle drei Systeme lassen sich gut bedienen und intuitiv. Also ich sehe nicht da, irgendjemand macht das besser. Es reagieren alle gleich auf die Tastenbewegungen. Das Pulsar vielleicht ein bisschen feinfühliger. Das Hikmiko eben mit Handschuhen finde ich ein bisschen einfacher zu bedienen. Und bei Infiray ist es so, da, ja, also ich bediene es am liebsten nackt, also mit der Hand, nackt. Bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich einfach der Nacktbarer. Am liebsten nackt bedient. Das mache ich einfach, weil... Am liebsten nackt? Ich weiß auch nicht, aber die Tasten, die fühle ich einfach, die Pfeile und das M, das fühle ich im Dunkeln nicht mit Handschuhen. Hier habe ich die Tasten, sie haben eine andere Form und hier ist eine Vertiefung. Ja, die haben da schon ein bisschen mitgedacht. Ja, also bei den Temperaturen kann ich das nicht nackt bedienen, Stefan. Ja. Aber wir gucken jetzt mal für euch, dass wir ein paar coole Aufnahmen kriegen. Ja. Und sehen dann mal unser Resümee ab, welches für uns das geilste Bild hat, oder? Genau, und dann werden wir auch mal die technischen Daten noch mal ein bisschen weiter erörtern. Können wir machen. Genau, dann, wenn wir ein bisschen was gefilmt haben. Ja, ja wir gucken mal. Damit wir gucken mal, dass wir ein bisschen was Cooles einfangen können für euch. Große Geräte kann man viel reden, das ist das Problem. Ja. Man könnte jetzt noch weiterreden und ihr würdet euch da draußen die Nase abfrieren. Oder ja, nee, wir frieren uns ja die Nase ab, ihr natürlich nicht. Ja. Alles abgefroren. Ja, sind minus 15 Grad. Ja, ja, kalt ist es. Genau, geht's los? 1, 2, 3. Geht schon los, oder? Ja, ja was kann man sagen? Also erstmal haben wir alle drei Geräte mit. So, sind fast erfroren. Es ist wirklich, es ist richtig kalt. Es zieht an den Füßen, es zieht an den Händen. Wir sind auch froh, wenn wir jetzt hier erstmal durch sind und gleich erstmal ins warme Auto springen können, oder? Ja. Ja, war doch nicht. Also es war mal wieder erhellend. Also das muss man echt sagen, wenn man wieder bei Minusgraden wirklich lange draußen ist und mal die Geräte durchtestet, stellt man wiederum fest, von der Bedienung her ist es schon wichtig, dass man es auch mit Handschuhen machen kann. Bedienen kann, ja. Also selbst ich bin ja da nicht so empfindlich, aber wenn man da mal eine halbe Stunde die Finger auf der Tasten hat und eine Stunde, dann... Ja, also ganz ehrlich, bis jetzt war es am einfachsten zu bedienen, ganz klar, das Hikmiko und das ZH50. Beim Telos muss man die Handschuhe mal ausziehen, ja, weil ja. Das kommt durcheinander mit den Tasten, obwohl die vertieft sind. Also mit den dünnen Handschuhen hat es super geklappt, aber mit den dicken keine Chance. Ja, von der Bildqualität her müsst ihr euch selber mal ein Bild machen, weil die ja doch ein anderes Bild aufnehmen, wie sie im Display wiedergeben. Ja. Ich muss aber sagen, das beste Bild hat mir eigentlich
war beim Telos und beim ZH50 und das Hig Mikro war wieder wie so ein, naja, wie gemalt, also getupft. Genau, wie so ein getupftes Bild, ja, so ein bisschen nicht so detailgetreu, sag ich mal, war, oder? Wie kann man es nennen? Das ist halt schwer zu beschreiben. Ja, macht euch selber ein Bild, ja, wir legen es ja übereinander, dass ihr es ein bisschen, ja, vergleichen könnt, aber ich finde es halt nicht so, vielleicht ja doch detailreich, aber da ist ja ausgefranst so vom Bild. Also man hat richtig, also den Pinsel und so ansprechen, das ist uns super gelungen mit dem Telos und mit dem ZH50. Bei Hig Mikro ist es halt so, weil es scheinbar so eine gröbere Struktur ist, ja, dass das da nicht so auffällt gleich. Natürlich sieht man es irgendwann, aber nicht gleich. Hier war es so, der Wildkörper ist halt sehr gestochen scharf und man konnte dementsprechend auch gut das Geschlecht ansprechen. Gut, die Stücken standen jetzt teilweise hier auf 20, 30 Meter. Waren schon sehr nah dran, ja. Ja, das muss man schon sagen. Also für die Grundvergrößerung, auch für, ja, die Geräte, waren wir schon wirklich sehr nah dran. Ja. Aber trotzdem von der Qualität her. War das Telos wirklich, muss man sagen, von der Bildleistung nicht schlecht. Das macht sich wirklich super, aber die Displays, man muss gucken, bei Feuchtigkeit finde ich sie... Bei Feuchtigkeit ist Pulsar eine Katastrophe, ja, kann man ja auch mal, ja, sagen. Oder hohe Luftfeuchtigkeit, da Regen, haben wir immer ein bisschen wie so ein streifiges Bild. Genau. Das kann das Infiray einfach besser. Ja, das muss man sagen. Aber jetzt bei den Temperaturen, bei der klaren Luft, war das ZH50 hinter dem Telos. Das stimmt auch, ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da war das Telos ein Stück vorne, ja, aber damit auch gleich wieder ein Pixelfehler. Ja, ich hoffe, den sieht man nicht im Video. Ist so katastrophal, wirklich neu ausgeliefertes Gerät, wieder Pixelfehler drin. Ja. Ist nicht das erste. Ja, da müssen die echt mal nachbessern. Da muss der Hersteller mal ein bisschen was machen. Das können die beiden hier besser. Ja. Ja, also das haben wir hier gar nicht, oder? Oder so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Ja. Und ich sag mal, diese Displayabbildung von den Infiray-Geräten bei hoher Luftfeuchtigkeit ist besser. Da müssen sich auch alle eine Scheibe von abschneiden. Man muss halt nur beim ZH50 gerade reingucken, weil das hat so eine Beschichtung am Okular. Genau. Also das wirkt dann ein bisschen milchig, wenn man nicht direkt gerade reinguckt, wenn man so rausgeht mit der Pupille. Das haben die anderen beiden nicht. Ganz genau. Da kann man wirklich so mal ein bisschen auf von der Seite, das haben die nicht. Das ist hier wesentlich besser gelöst. Ja, alle haben Vor- und Nachteile. Das ist auch immer Jammern auf hohem Niveau. Aber wenn ich so viel Geld für so ein Gerät ausgebe, muss das auch funktionieren. Ja. Ja, sehe ich auch so. Also das muss schon für meine Bedürfnisse top passen. Und man kann sie auch, wie gesagt, wieder auch koppeln mit anderen Geräten, also mit Handys oder mit Tabs über die entsprechende App. Ja. Bei Infiray ist es die Outdoor-App. Ja, Infiray Outdoor-App. Wie heißt die bei Hig Mikro? Das ist die Hig Mikro Side-App. Ja. Ja. Und bei Pulsar? Jetzt die Stream Vision App. Ja, Stream 2. Es gibt ja mittlerweile auch eine Outdoor 2. Ja, ja, also hier Infiray Outdoor 2. Ja, genau. Hig Mikro Side-App. Genau. Und Stream Vision App 2. Richtig. Oh, jetzt haben wir Alter Schwede. Ja. Also. Mittlerweile laufen die Apps auch so relativ stabil. Die doktern immer noch mal ein bisschen dran rum. Ja, ja, ja. Das hört irgendwie nicht auf. Das ist ja schon jahrelang so, oder? Seit sie draußen sind. Und man merkt draußen sind die Verbindung. Also ihr habt ja ein WLAN-Modul da drin. Und wenn ihr die Verbindung hergestellt habt, werdet ihr auch feststellen, manche Geräte, da könnt ihr nicht mal einen Meter oder zwei Meter weggehen. Wenn ihr die Geräte bewegt, dann bricht das Bild ab. Andere Geräte, die können vielleicht 5 oder 10 Meter. Also für eine Kanzelhaltung finde ich es mega oder auf dem Pirschstock, aber ich sehe das jetzt nicht auf dem Autodach. Also manche haben auch so Einfälle, dass man das irgendwo installiert an einem Baum. Es gibt ja auch Baumhalterungen. Also ich finde, die Geräte gehören ganz klar in die Hand und machen sich eigentlich mega, weil man auch Vogelbeobachtung, Fledermausbeobachtungen gehen mit allen drei Geräten. Beim ZH50 habe ich den Vorteil, dass ich eben halt mit dem Vogel oder das Stück ein bisschen näher ranholen kann. Das geht hier nur digital, also beim FQ50 und beim Telos. Beim Telos, klar, stufenloser Zoom, digital. Aber nicht schlecht. Also angenehm auch vom Gucken, der stufenlose Zoom, das ist nicht schlecht gemacht. Aber die Fokusringe sehr straff. Ja, wirklich übel straff. Man muss da ein bisschen gucken, man verdreht doch mal schnell den Digitalring, wenn man scharf stellen möchte. Beim Hig Mikro, das wird weicher in der Zeit. Also das muss man einfach ein bisschen bewegen. Das ist einfach neue Ware. Das kommt frisch aus dem Werk. Und beim ZH50 V2 war der große Vorteil, da ist kein Gummi, da ist keine Schleifgrenze, da ist kein Widerstand. Ja. Die Fokussierung geht butterweich. Ja, nee, klar, weil ich sag mal, ich kann ja hier jetzt oben auf die Linse drehen und habe halt die Fokussierung oben ganz drauf. Genau. Und das lässt sich super schön dosieren, ja, mit ein ganz kleinen bisschen. Also das ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Genau, also das muss man echt festhalten. Ansonsten von den Sensoren 640 mal 512, außer beim Telos, da ist ein 640 mal 480. Also sind alle vergleichbar. Hier ist der MK-Wert noch mal tiefer als bei Hig Mikro. Ja, und ob das immer so gut ist, ja, ist halt die Frage bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ist halt die Frage, ob das immer so
Und auch von, wenn man Red Hot hat oder die einzelnen Farbmodusse, es strahlt halt alles rein, irgendwann. Bei Pulsar ist halt so ein bisschen, dass ich für die Farbmodis erst wieder ins Menü muss, ja, und mir dann die Farbmodis auswählen kann. Ja. Oder ich habe eine Kurztaste, wo ich zwischen Hot Weiß und Weiß-Schwarz oder einen anderen Modus wechseln kann. Bei den anderen kann ich halt die Farbmodis durchdrücken. Genau, und bei Pulsar gibt es noch so eine Klettungsfilter und so einen Stufenmodus. Ich sehe da jetzt nicht so den Unterschied. Klar, kann sein, könnt ihr selber kommentieren bei uns. Also wenn ihr so ein Gerät habt und seht da einen gravierenden Unterschied, dann ruhig mal unten in die Kommentare schreiben. Genau, das würde uns helfen. Bei Mic Micro ist es ganz klassisch. Man hat seine Farbpaletten, Red Hot, White Hot, Black Hot und den Wirt-Modus enthalten. Das geht klar gut von der Hand. Ich kann nicht ins Hauptmenü, das müsst ihr immer beachten, wenn ihr filmt, also wenn ihr Videos macht. Das geht nur beim Z50 und beim Telos, aber es geht nicht bei Hikmiko. Ging auch noch nie, dass ich das Hauptmenü aufmachen kann. Also das heißt, wenn ihr ein Bild im Bildmodus machen wollt, müsst ihr im Hauptmenü erst den aktivieren und dann könnt ihr eigentlich auch wieder zurück oder ihr halt die Vergrößerungstaste gedrückt. Also ihr müsst euch ein bisschen mit den Einstellungen auseinandersetzen, weil der einen geht mehr als bei dem anderen. Was gut beim Telos war, was Bild im Bild angeht, wenn ich den Bild im Bildmodus anhabe, den muss ich vorher anschalten im Hauptmenü, genauso auch beim ZA50. Wenn man vergrößert, also digital, auch wenn man das Bild auseinanderzieht, es vergrößert sich nur der Ausschnitt. Und der Hauptbildausschnitt bleibt gleich. Ich finde, das ist sehr übersichtlich dadurch, weil sich ja nur das Bild im Bild vergrößert, also der kleinere Ausschnitt. Das hat sich sehr gut gemacht. Das können alle drei Geräte, also Bild im Bild. Hier hat es mir das Bild am besten gefallen. Und danach kommt so das ZA50 und dann nimmt er das FQ50. Wenn euch das gefallen hat, ja, lasst ein Like da, kommentiert einfach mal, ja, ob ihr auch bei minus 10 Grad rausgeht. Ja, und ansonsten könnt ihr uns gerne erreichen. Telefonnummer steht auch unten, falls ihr noch Fragen technisch zu dem Geräten habt, kein Problem. Ja, und dann viel Spaß beim Gucken. Bleibt mal Zeit, euer Marco. Stefan.